Fertig machen zur Raubtierfütterung. Für die Wittmunderin Anna-Karina Eils tägliche Routine. Die 19-Jährige absolviert ein freiwilliges ökologisches Jahr im Haustierpark in Werdum. Eine Freundin hatte ihr nach dem Abitur im vergangenen Jahr dazu geraten. Die 12 Monate sind im August vorbei. Auch wenn sie lieber Lehramt studieren will, als Tierpflegerin zu werden, könnte die Bilanz nicht positiver sein. Also total toll war natürlich jetzt gerade die Zeit, wo die ganzen Lämmer geboren sind. Das war eine tolle Erfahrung, weil man auch teilweise bei den Geburten direkt mithelfen musste. Manche Mütter haben ihre Lämmer verstoßen, da musste man die aufpäppeln. Und so hat man immer so seine Sorgenkinder gehabt, aber die wachsen einem dann natürlich besonders ans Herz. Eines dieser Sorgenkinder hat ganz besonders großen Hunger. Nee, du musst hier. Ja, komm schnell. So, und jetzt gibt's Fläschchen, ne? Guck mal schnell. So. So, reicht das schon? Ja, hast du immer noch Hunger, ne? Aber du darfst nicht so viel auf einmal, sonst gibt es Bauchschmerzen. Kleiner. Stückchen noch. Komm her. So, das muss reichen. Ja, so schnell war das, ne? Seine Mutter wollte den kleinen Bock nicht. Das 5 Wochen alte weißgehörnte Heidschnuckenlamm Siebelt hat in der FÖJlerin eine Ersatzmama gefunden. Der war richtig anhänglich auch. Ja, er kuschelt sich immer ganz schön ein. Esel, Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen und richtige Schweine beherbergt der Haustierpark. Das Frühlingserwachen hat tierischen Nachwuchs in vielfacher Weise mit sich gebracht. Kükengezwitscher erfüllt den Stall. Aber so schön der Umgang mit den Tieren auch sein mag, harte Arbeit erfordert er trotzdem. Denn nach dem Füttern kommt das Ausmisten der Ställe. Und das auch am Wochenende. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir die Tiere versorgen, uns um die gut kümmern. Also einmal die Fütterung, die Pflege von den Tieren, was da halt mit zugehört, Ausmisten, Fellpflege und halt auch ein Auge drauf zu halten, wie es den Tieren geht. Muss der Tierarzt kommen? Wann muss Klauenpflege gemacht werden? Wer muss geimpft werden? Das ist halt ein großer Teil davon. Aber nicht jeder Patient freut sich über die Sonderbehandlung. Hat ja gut geklappt. Piepsis. Hör mal auf. Musst du keine Angst haben. Das ist ein Brahma-Küken. Sieht man schon an den Federn an den Füßen. Das sind ganz große Hühner. Sehr flauschig. Alles in Ordnung? Dann schnell zurück zur Basis. Das gilt auch für Anna. Die nächsten Raubtiere warten schon.